Hallo liebe YouTube-Gemeinde und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft hier auf dem myfeedthebeast.de Server. So, ja, ich habe hier ein kleines bisschen umgebaut und zwar hatte ich hier einen Fehler gehabt, hier mit dem der Anordnung. Und da muss nämlich hier noch so ein Mana-Spreader dazwischen geschaltet werden. So, wir machen uns jetzt heute dran, um uns einiges zu erschaffen, was uns Mana bringt. Dafür brauchen wir das da und das da und das da, das da, das da, das da. So, all das Zeug brauchen wir. Jetzt fangen wir dann mal an, um unsere Mana-Produktion in ungeahnte Höhen zu schnellen zu lassen. Fangen wir mal an mit 16 Manas hier. Dann benötigen wir für die Chamois 5 von. Dann brauchen wir Runen, Mana Steel, Nether Warzen, Nether Brick und so weiter und so fort. So, das brauche ich. Das. Zack, zack, zack. Ich möchte natürlich den gesamten Prozess auch zeigen. 1, 2, 3. Und dann drauf. Und dann sieht man, da geht jetzt das Mana dahin. Hier, ja, das funktioniert ganz gut. Die wachsen etwas schneller. So, außerdem brauchen wir jetzt Living Stone. Und nicht vergessen, immer schön neu setzen hier den Living Stone. Ah, da hinten sieht man, es ist fertig. Es ist am Blitzen und am Donnern. Da kommt jetzt einmal Living Stone drauf. Drauf. Nein, 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 Moment, wie war das nochmal? Ah, jetzt müsste es klappen. Zack, und schon geht's hier los. Und die nächste. Die da hinten lasse ich mal mit der Produktion. Gut, in der Zeit kann ich aber kurz was anderes machen. Und zwar hacke ich mir jetzt mal ganz schnell hier einfach mal ein Stückchen Holz. Und da machen wir uns mal Flotti Karotti einen Workbench draus. Tun wir auch direkt mal hier. So. Und zwar können wir
Oh Leute. So wunderbar. So. So, schauen wir uns mal an, was wir so brauchen noch. Das gehört in den da. Gut. Dann können wir aber hier die da brauche ich. Das muss in einem normalen Crafting-Geschichte. Wir brauchen davon 8 Stück. Das ist normales Tall Grass. So, 7 Stück. Dann brauchen wir Kohle und Mushrooms und Steine. Wieso muss der das immer so kompliziert machen? Mit dem Draufschmeißen. So. Kohle und also, so. Da brauchen wir jetzt etwa ein paar Blümlein, um das weiterzumachen. Ich möchte nämlich da ein bisschen was zeigen. So. Da haben wir und da haben wir die meisten hiervon. So, dann nehmen wir einfach mal 7 Stück von. Und die Nacht bricht herein. Warum hat er solche Probleme damit, ey? Ist ja furchtbar. Einmal kurz ins Bett. Da komm, ist doch schon so gut wie Nacht. Sonne geht doch schon unter. Also. Gut. So, weiter geht's im Text. Das ist der vorletzte. Wie viel Bahn haben wir übrig? Oh, noch massig. Das braucht nicht mal so viel. Also erstmal muss da die Mana-Generierung gesichert werden. Wir sehen hier hinten, da habe ich ja das Sigil auf dem Lava-Sigil gemacht. Mal kurz gucken, wie viel uns überhaupt bleibt. Naja, es sind ja fast 7 Millionen Life Points. Das müsste ja reichen.
Und da machen wir jetzt eine richtig dicke, fette Generierung von Mana. Perfekt. So. Zack. So, und los geht's. Ein Eimer hab ich. Dann brauchen wir das da und das da und das da. Und wir benötigen das und wir benötigen das. Und wir benötigen das. Und wir brauchen sogar, glaube ich, noch mehr. Weil Orange und Rot, mir waren da ein paar Blümchen kaputt gegangen. Und da brauche ich, ja, ich brauche noch ein bisschen. Für 7 Stück brauche ich noch was. Orange, da mal Orange. 5, 6, 7. Das heißt. So, da brauche ich noch 2 Stück von und Rot brauche ich auch noch 2 Stück. 7. Diese 2 muss ich noch mal im Mana Pool verstärken, um meine Turmalis zu kriegen. Supadidupadidu. Der kann mal weg. Und Wasser und einmal, 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 einmal. Perfekt. So stellt man einmal massig Turmlis her. Also dies ist, das ist natürlich immer nur ein Weg, jetzt massig an Mana zu generieren. Aber ich finde diese Feuerblumen eigentlich nicht schlecht. Mit Lava wird sowieso in Massen in der La der Hölle gefarmt und auf vielen Servern wird die Hölle ja auch permanent resettet. Oder wie ich es jetzt mache, ich tue halt eben durch Kreaturen meine. Hoppala, jetzt habe ich da, glaube ich, 2 Stück reingeschmissen. Das ist natürlich. Aha. Schauen wir mal. Aha, gut. Ich generiere meinen Mana jetzt, meine Lava jetzt natürlich mit Hilfe von Kreaturen. Aber da gibt es ja Dutzende Möglichkeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Lava einfach so aus Energie zu produzieren oder Lava aus Cobblestone. Die Möglichkeit haben wir ja auch. So, jetzt haben wir hier die Termly. Die haben nur ein großes Problem. Die können überrollt werden von Lava. Deswegen tun wir dem Ganzen noch ein bisschen was drauf machen. Wir haben ja eben gesehen, dass ich hier die Dinger produziert habe.
Die müssten eigentlich so funktionieren. Mal gucken kurz. Moment. Ach ja, stimmt. Also. Stimmt. Wir brauchen Glowstone. Und da müssen wir nämlich aus diesen da Glimmering Flower machen. Aus dieser Glimmering Flower können wir jetzt sogenannte fliegenden Flowers machen. Also Floating Flowers. Diese Floating Flowers können wir überall hinsetzen und daraus können wir jetzt mit Hilfe von den von unseren Feuerblumen diese fliegenden Feuerblumen machen. So, Termally. Das Schöne daran ist, dass Moment. Ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die zu setzen, ohne dass die von Lava überrollt werden. Das ist mir nämlich hier ein paar Mal, also einmal passiert, dass meine Termlines überrollt wurden. Ich setze jetzt einfach mal da eine Erde hin, um hier vernünftig arbeiten zu können. Außerdem benötigen die keine Erde mehr rundherum. Also normalerweise ist es bei diesen Sigils so, dass wir nur auf alle vier Ecken einsetzen könnten von diesen Tremolis. Und dadurch, dass wir diese auf diese kleine fliegende Insel gemacht haben, können wir die überall machen. Wenn wir jetzt hier den Block wegmachen, dann zack, erschafft er sofort Lava, die auch schon direkt dann verarbeitet wird von unseren Termalilis. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Und da wird jetzt richtig fette Mana generiert. Normalerweise müsste die da auch eigentlich schon anspringen. Die da leuchtet auch. Die da. Ah, jetzt. Hat nur ein bisschen gedauert. So, und jetzt müsste hier dieser Burst hier permanent eigentlich laufen, weil die Menge an Mana, die jetzt hier generiert wird, ist definitiv um einiges höher. Also das ist wirklich richtig, richtig viel. Und da kann man auch jetzt einiges mitmachen. Gucken wir uns mal in der Mod generell an. Was erwarten wir uns davon? Es gibt unter anderem viele dieser, hier, die viele dieser Medaillons. Diese Medaillons haben den großen Vorteil, die geben spezielle Effekte. Zum Beispiel haben wir hier Speed 2, Strange 2, Haste 2, Jump Boost 2, Regeneration 2, Resistance, Fire Resistance, Water Breathing, Invisibility, Night Vision, also sehr, 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 sehr gute Effekte, die wir mit diesen Medaillons machen können. Und zwar, wenn wir, nein, B ist falsch, können wir die hier tragen. So. Dann haben wir Ringe, die wir erst schaffen können und einiges andere. Zum Beispiel sehr schön ist hier dieser Ring. Da können wir schneller mit laufen. Ich gucke mal kurz. Der da, der benötigt diese Charts hier. Diamond, den könnten wir tatsächlich sogar schon erschaffen. Da fehlt mir aber jetzt noch momentan noch ein paar Sachen. Was haben wir noch Schönes hier bei der Mod?
Zum Beispiel hier diese Rüstungen sind toll. Und so weiter und so fort. Schauen wir mal als erstes mal ein Mana-Tablet. Das ist das Erste, was ich brauche. Und zwar möchte ich das Mana durch die Gegend carryen können, also bewegen können. Das ist ja in diesen Mana-Pools ziemlich gefangen, möchte ich mal sagen. Und da ist so ein Mana-Tablet ganz praktisch. So, zuerst mal hier ein bisschen Living Stone. Und dann machen wir uns mal ein Mana-Tablet. Beziehungsweise ich baue sogar mal. Ja, ich baue erstmal nur eins. Dafür brauchen wir eine Enderperle, die man wieder mit Magie infusen kann. Zack, eine Mana-Perle. So, Mana-Perle und klack, 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 klack. Ein Mana-Tablet. Jetzt muss man kurz gucken, wie diese Pools eingestellt sind. Accepting Mana from Items. So. Two Items. So, Two Items ist wunderbar. Jetzt sehen wir einfach mal kurz hier unser Mana-Tablet. Das fließt da drauf und das saugt jetzt da das Mana aus diesem Pool. Tun wir mal ordentlich was rausholen. Zack. Und wenn wir jetzt hier gucken, da ist jetzt mal halb voll mit Mana. So. Das können wir jetzt auch einfach wieder hier umstellen und dann können wir das drauf machen, um Mana zu bekommen. So. Dann möchte ich jetzt hier diesen Ring machen. Mal gucken, was brauchen wir denn dafür? Leder, Rune of Air, Rune of Earth. Rune of Air ist Carpet, Feather und String. Das kriegen wir noch hin. Was brauchen wir noch dafür? Mana Steel. No, Mana Steel brauchen wir ein bisschen mehr immer. Da nehmen wir einfach uns mal einen halben Stack mit. Das kommt mal weg. So. Dann brauchen wir eine Feder, einen String, Leather. Brauchen wir auch. So, dann brauchen wir Carpet. Wolle. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie ein Carpet gecraftet. In meiner ganzen Ära, Minecraft-Ära. Ah, das sind nur zwei. Naja, ein Carpet. Ja. So. Müsste ich alles haben. Eine Erdrune habe ich ja noch. Schauen wir mal, ob wir uns einen Gürtel gebaut kriegen.
erstmal unseren Mana-Stil. Oh, das hat einen richtig ordentlichen Batzen gekostet. So, so, so und so. Perfekt. Ach, ich habe kein Living mehr, Living Stone mehr, aber da ist ja wieder welcher. Man sieht, den braucht man doch recht häufig. Auf jeden Fall häufiger wie den Living Wood. Meine ich zumindest. Oh Mann. Aha, jetzt. Zack. So, wunderbar. Dann brauchen wir 4. 1, 2, 3, 4. Dann eine Erdrune und eine Windrune und einen Mana-Stil. Und schon haben wir einen Ring. Und der kommt in unseren... Ich glaube, der müsste definitiv unsere Geschwindigkeit erhöhen. Ich tue jetzt mal kurz den Ring aus und dann gehen wir mal. Ja, ja. Nicht überragen. Dann ziehen wir den mal an. Und schon etwas schneller. Perfekt. So, damit sind wir ein kleines bisschen schneller und haben auch die Step-Assistenten. Den haben wir aber auch durch unsere Rüstung. Gut. Aber ist etwas Geschwindigkeit halt ein bisschen höher. Dann gäbe es zum Beispiel noch den Magnet gibt es noch und noch einiges andere. Aber das andere, das tue ich mir so ein bisschen aufsparen. Ich guck mal, was ich noch brauchen kann. Weil den hier hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Das ist aber sehr schön zu zeigen. Also wenn man jetzt noch mit dieser Mod anfängt, ist das definitiv was, was man sehr schnell, sehr gut brauchen kann. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns... Ja, jetzt muss ich dazu sagen, wir sehen uns voraussichtlich übermorgen wieder, nicht morgen, weil ja, ich sehr wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, morgen eine Folge zu machen. Das weiß ich jetzt schon, deswegen voraussichtlich bis übermorgen. Tschüss!